Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrau. Ich bin Tamara und ich mache heute eine intuitive Tarotkartenlegung für den Monat August. Und ich möchte schauen, liebe Jungfrau, wer auf dich zukommt, in was für eine Energie. Ich möchte auch schauen, wie deine Energie ist, was das Thema ist zwischen euch und auch was der Ratschlag ist vom Universum. Ja, liebe Jungfrau, die Kulisse ist anders, weil ich im Urlaub bin und ja, ich hoffe, es stört dich nicht so sehr. Ich möchte die Legung trotzdem machen und genau, jetzt beginne ich auch gleich. Ja, wir haben hier die sechste Kelche mal. Ich mische hier mal ein bisschen die Karten. Und genau, ich bitte die geistige Welt um eine Energie für Jungfrau. Was kommt auf Jungfrau zu im Monat August? Bitte eine Energie. Also, hier sind mal diese gekommen. Das sind die 10 der Stäbe, Ritter der Stäbe und der Hierophant. Also du hast es mit einer Person zu tun, die sicher eine schwierige Zeit hinter sich hat. Das ist eine Person, die sehr wahrscheinlich eine Trennung, eine Scheidung, ein Haus, ein Wohnungswechsel zum Beispiel, irgendeine solche belastende Situation jetzt hinter sich lässt, aber ist doch noch belastet, ja. Aber eigentlich weiß diese Person schon, was als nächstes ansteht. Also diese Person weiß auch jetzt genau, wo was hintun, ja, was diese Person nicht mehr benötigt und ist eigentlich jetzt fast am Ziel angekommen. Und natürlich ist es besser, man hat Stäbe so quasi als Belastung, als Schwerter, weil Schwerter ist immer so ein bisschen depressive Stimmung oder auch psychisch und so. Und mit den Stäben hat man eigentlich so Lebensumstände, die eigentlich sehr schwierig sind und wo man sich aber organisieren kann und wo auch das ja, wo es dann nach und nach auch besser geht, sobald man diese gewisse Probleme gelöst hat, ja, dann sind die mal vom Tisch, dann kommen die nächsten und so weiter. Nach den 10 der Stäben kommt auch das Ass der Stäbe, also hier sind wir wirklich kurz vor Beginn eines Neubeginns, ja, diese Person hat das in seiner oder ihrer Energie, die Geschlechter sind neutral zu halten, die Geschlechter sind neutral zu halten und ich werde natürlich die Karten nachher einzeln abklären, um mehr und mehr nachher auch zu vertiefen und auch ein Gesamtbild zu erlangen. Gut, mache ich weiter. Wir haben hier den Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe ist sehr leidenschaftliche Energie. Und doch wird diese Energie vom Hierophant ersetzt. Also das heißt, du hast es mit einer Person zu tun, die leidenschaftlich ist, aber auch Ernsthaftigkeit möchte. Und diese Person wird auf jeden Fall auf dich zukommen, wird auf jeden Fall dir spüren lassen, dass diese Person Interesse hat an dir und aber auch eine Art von tieferer Verbindung mit dir eingehen möchte. Fangt schon mal sehr spannend an. Und hier haben wir die 6 der Münzen. Diese Person möchte nicht mehr eine Situation von nur geben, sondern diese Person möchte auch empfangen, möchte aber, dass diese Verbindung ausgeglichen ist. Hier haben wir die 5 der Münzen. Ja, hier scheint diese Person einfach diesen Wunsch zu haben, dass dieser Ausgleich stattfindet, dass nicht jemand oder er oder sie nochmals in so eine Mangelenergie gerät. Das ist nur eine Annahme, aber das ist nicht, entspricht natürlich nicht der Realität. Das ist ja nur eine Annahme, weil diese Person das natürlich schon erlebt hat. Aber das kann auch gut möglich sein, dass diese Person sich auch in gewisser Hinsicht ein bisschen vereinsamt fühlt.
und vielleicht auch das Gefühl haben könnte, dass hier etwas wenig Interaktion ist zwischen euch. Aber ich schaue weiter. Ich möchte gerne jetzt deine Energie abchecken und ich möchte gerne eine Energie für Jungfrau für den Monat August, bitte. Hier haben wir mal die zwei der Stäbe. Also du bist sehr stark am Nachdenken gerade. Sehr wahrscheinlich geht es hier um eine neue Art von Verbindung und du machst dir Gedanken, ob du dich hier auf diese Sache hier einlassen möchtest. Und hier haben wir die vier der Kelche und die sieben der Stäbe. Hier sind eigentlich deine persönlichen Themen gerade im Vordergrund. Sehr wahrscheinlich hast du Ängste und ja, sehr wahrscheinlich bist du noch nicht so bereit, diesen einen Kelch anzunehmen und bist vielleicht hier noch ein bisschen in einer Art Rückzug oder Schutzhaltung und du hast sehr viele Themen, die bei dir hochkommen und du arbeitest gerade mit deinen Themen. Das können auch Kindheitsthemen sein. So wie ich das wie herausverstehe, ist das wie eine neue Art von Verbindung, die dich aber ein bisschen durcheinander bringt. Was haben wir hier? Aha, drei der Schwerter. Ich glaube, die fünf der Stäbe. Okay. Ich glaube einfach, dass du in einer Fülle bist. Und dass du einfach diese Art von, ich glaube einfach, der Herzschmerz, den du einst erlitten hast, kommt dir sehr stark immer und immer wieder in den Sinn. Und ich glaube, du schützt dich irgendwie vor dieser Energie. Du hast einfach Angst, es könnte sich wiederholen. Ich glaube, du hast Angst, weil diese Person sich auf eine Art leidenschaftlich zeigt. Und das macht dir ein bisschen Bedenken, oder? Das macht dir ein bisschen Bedenken und Entschuldigung. Und aber diese Person, da wir den Hierophant haben, ist es so, dass diese Person es ernst meint, oder? Aber du siehst das wie nicht, oder? Du siehst irgendwie das nicht und hast irgendwie Angst durch dieses, man könnte sagen, ein bisschen komisches Verhalten. Ja, du wehrst dich ein bisschen ab und bist ein bisschen so, ja, mit diesen fünf der Stäben so auf eine, ich würde eher sagen, auf eine Defensive. Nicht, dass du jetzt streitlustig bist oder so, sondern du bist einfach auf einer gewissen Defensive. Ja, weil du Königin der Schwerter, ja, du wirkst vielleicht ein bisschen kalt auch in dieser Zeit. Weil du einfach diesen Herzschmerz nicht mehr möchtest. Ja, du möchtest das so nicht mehr zulassen. Ist natürlich auch verständlich, okay. Sieben der Schwerter. Ja, ich glaube, du hast hier ein bisschen eine Taktik. Diese Taktik ist, dass du hier ein bisschen dieser Dinge hier noch ein bisschen, also dieser Situation Zeit geben möchtest. Ja, du möchtest die Zeitspanne verlängern, du möchtest dich nicht gleich hier darauf einlassen, weil du einfach hier stark noch im Überlegen bist, ob du sollst oder ob du nicht sollst, welchen Weg du eingehen solltest. Aber ich kläre die Karten jetzt noch ab. Gerne eine Karte für die 10 der Stäbe. Schau auch immer die Videos zu deinem Mond- und Aszendentzeichen an. Und natürlich auch Venuszeichen. Mond steht für die Gefühle, Aszendent für auch diese deine Art und Handlung so, auch was ja so wie du dich gibst der Welt. Und Venus ist ja diese, zeigt, was so in der Liebe bei dir vorgeht. Das kannst du auch im Internet nachschauen.
Genau, weil dann bekommst du wie ein Gesamtbild. Und genau, gerne eine Karte für die 10 der Stäbe. Hier wollte sich nochmal die 7 der Schwerter zeigen. Also ist wie eine, behalte diese Energie im Hintergrund. Gerne eine Karte für die 10 der Stäbe. Okay. Die Liebenden. Also hier haben wir schon ein bisschen eine spezielle Situation. Hier haben wir die 7 der Münzen, der Mond und der Page der Kelche. Also diese Person braucht wie ein Startschuss von dir. Ja, wir haben hier die Liebenden, braucht wie eine Art von Entscheidung. Diese Person hat das Gefühl, auch im Ungewissen zu sein. Jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr diese 10 der Stäbe, was auch darauf hindeuten könnte, dass diese Person sich einfach belastet fühlt von irgendwelchen Annahmen, am Warten ist, wartet auf dich und würde aber sehr gerne auch, ja, hat die Glaubwürdigkeit ein bisschen verloren hier an die Situation mit dir. Ist auch. Ich glaube, die Entscheidung, der Ball der Entscheidung werft diese Person zu dir. Diese Person möchte irgendwie, dass du diese Entscheidung triffst und den Start ankündigst, so quasi. Gerne eine Karte für den Ritter der Stäbe. Die Sonne, also die Sonne, diese Person möchte einen Neubeginn, möchte wirklich mit dir in eine ein Beginn, eine Beziehung mit dir beginne. Diese Person ist auch eine neue Person für dich. Das ist eine Person, wo du noch nicht lange kennst. Und diese Person möchte wirklich in dein Leben kommen, möchte, sagen wir es mal, die Sonnenstrahlen mit dir austauschen, möchte dir, siehst du, diese Karte zeigt gewellte Sonnenstrahlen und gerade Sonnenstrahlen. Und diese Person möchte wie empfangen, deine Energie von dir empfangen, aber auch dir Energie geben. Er möchte diesen Austausch, möchte sich auch wieder neugeboren fühlen in dieser Beziehung. Königin der Schwerter, ja, Königin der Schwerter, du bist hier ein bisschen in einer sehr kalten Energie. Habe ich gerne eine Karte für den Hierophant? Okay. Was noch? Ja, also diese Person zeigt sich sehr wahrscheinlich auch noch ein bisschen von der kalten Ebene. Rat des Schicksals ist sehr interessant. Also diese Person zeigt sich sehr wahrscheinlich auch noch ein wenig irritiert von dieser Situation hier, deine Stille auch, ja, deine plötzlich ein bisschen merkwürdige Haltung. Und aber diese Person möchte ein Neubeginn. Wir haben hier den Narr. Diese Person möchte ein Neubeginn, möchte sich fallen lassen, so quasi in dieses neue Schicksal. Ja, das ist, wir haben hier das Rad des Schicksals und das zeigt ganz genau, dass diese Person wirklich diese Art von, also der Narr und das Rad des Schicksals zusammen deuten auf dass diese Person im Startmodus ist eigentlich. Und dass diese Person mit einer gewissen Gewissheit sich fallen lässt jetzt, ja, diese lässt sich fallen mit einer gewissen Sicherheit, weil der Narr, das ist nicht eine Karte, wo man sagt, okay, ich mache jetzt mal einfach, sondern das ist ein ganz spezielles Gefühl, das ist ein Gefühl, dass wir nicht, also soll ich das, ich soll, muss das sagen, das haben wir allemal, wenn wir einen Zyklus praktisch beendet haben. Ist es eigentlich so, dass wir dann diese Energie vom Narren spüren, das heißt einen Neubeginn wagen, einen Neubeginn uns einfach da hineinfallen lassen.
Und auch nicht mehr so groß bedenken, ja, was könnte jetzt passieren, was da ist kein Zerdenken mehr dabei. Das spürt man. Diese Person spürt, es ist okay. Es stimmt für mich. Genau. Jetzt schaue ich weiter gerne eine Energie für die zwei der Stäbe. Okay. Zehn der Kelche. Also, ich glaube, dich übermannt gerade ein sehr schönes Gefühl. Und ich glaube, das ist es, was dich ein bisschen so unsicher werden lässt. Sorry, wenn ich mich da so ein bisschen bewege. Das übermannt dich. Du fühlst, ja, du fühlst das Glück, du fühlst eigentlich ein schönes Gefühl, aber es übermannt dich und genau das ist es, was es auch macht, dass du irgendwie auch ein bisschen paff bist und dir denkst, boah, also soll ich oder soll ich nicht? Okay, sieben der Schwerter nochmals. Also diese sieben der Schwerter, diese haben uns jetzt ein bisschen begleitet. Also ich glaube einfach, ich würde mal sagen, weil diese Karte auch auf dich schaut, also du belügst dich eigentlich selbst. Du belügst dich selbst, liebe Jungfrau, wenn du das Glück nicht siehst, wenn du das fühlst und da auch gar nicht hinschaust. Also du schaust irgendwie weg von diesem Gefühl. Du traust, sagen wir es so, du traust diesem neuen Gefühl nicht. Und hast noch eine Strategie zum ich auch ein bisschen ein bisschen die Zeit vergehen zu lassen. Also ich glaube, du bist ein bisschen noch schüchtern unterwegs. Gerne eine Karte für die vier der Kelche. Und das Ass der Schwerter. Ich glaube, dass mit diesem Stern, sagen wir es mal so, ich denke, dass du wartest, bis du also ich meine, was möchten wir hier eigentlich noch? Wir haben die Zehn der Kelche und den Stern. Aber mit dem Stern ist es so, dass du irgendwie wartest, bis du irgendwie mehr spürst, irgendwie mehr in dir diesen Weg fühlst, der sagt, das ist der Weg, gehe diesen Weg. Der Stern ist da und der zeigt aber auch an, dass du geführt wirst. So oder so, dieser Rückzug ist ja nicht schlecht, sondern der zeigt ja auch auf, dass du mit einer gewissen Selbstliebe und Ernsthaftigkeit an die Sache rangehst, dass du jetzt dich nicht einfach gleich in das Beste, also das Erstbeste jetzt hinein begibst, sondern es ist eigentlich sehr gut und der Stern zeigt einfach an, dass irgendwie immer wieder bei dir aber auch so die Gewissheit kommt, dass es sich gut anfühlt. Und ich glaube, du hoffst, dass du einen klaren Weg vor dir bekommst, weil wir haben ja das Ass der Schwerter. Du sehnst dich eigentlich nach Klarheit. Sehr wahrscheinlich ist das, was dir fehlt. Ja, vielleicht musst du mit dieser Person nochmals in Verbindung treten und mit dieser Person nochmals reden, um einfach eine Klarheit zu bekommen. Ich glaube, dir fehlt Klarheit, um dann auch zu sagen, hey, ich bin jetzt bereit. Und das braucht auch Zeit. Der Stern ist eine Karte von Zeit. Und hier hast du es natürlich vielleicht mit einem Feuerzeichen zu tun, eine Person, die ein gewisses Temperament hat
Und wie haben wir die Sonne? Also ich denke, das ist in naher Zukunft, also wirklich im August, kann hier noch wirklich eine dynamische Reaktion stattfinden von dieser Person. Und genau, also ich und darum, also wie soll ich sagen, es ist wirklich, du wirst also diese Klarheit noch bekommen, weil diese Person wird eine Handlung machen. Diese Person wird eine Handlung machen. Genau, Klarheit, ja. Ja, das Universum hat Geduld, führt dich und weiß, du brauchst Zeit. Du brauchst diese Zeit. Du brauchst diese Zeit, weil hier hast du Themen, die von dir selbst hochkommen. Das sind Zweifel, das sind Selbstzweifel, bin ich gut genug oder bleibt die Verbindung ein? Ist es eine die Verbindung, die auch länger geht oder gibt es hier einen Ausgleich oder passen wir zusammen oder sind wir nicht allzu verschieden? Wie sind unsere Lebenssituationen? Wie also diese ganzen Geschichten, diese Themen, diese Geschichten und diese Bilder, inneren Bilder, die bei dir hochkommen, haben eigentlich immer nur mit dir selbst zu tun. Weil du dich nicht gut genug fühlst, wahrscheinlich. Aber das ist so oder so, es ist schicksalshaft, diese Verbindung. Und es ist auch okay, wenn du ein bisschen Zeit brauchst, weil wenn diese Person für dich bestimmt ist, dann läuft sie dir auch nicht davon. Dann wird diese Person auch Verständnis haben. Und wird auch Geduld haben und auch irgendeine Handlung noch machen, wo dir auch mehr Sicherheit gibt. Gerne eine Karte für die 7 der Stäbe. König der Kelche an der Unterseite des Decks. Und hier haben wir die 9 der Schwerter, die Kraft und das Gericht. Also hier ist genau das, was ich gemeint habe mit den 7 der Schwerter. Es bestätigt es noch einmals. Du hast Bedenken und das, was dir ein bisschen Selbstzweifel gibt, ja, du bist vielleicht ein bisschen depressiv. Also ich meine jetzt depressiv gibt es ja ganz viele Art von Formen. Ich sage jetzt nicht schwer depressiv und weiß ich was, aber verstehst du, was ich meine? Vielleicht, ich muss überlegen, was gibt es ein anderes Wort, ein leichteres für depressiv? Eine gedrückte Stimmung vielleicht oder einfach Ängste. Ich denke einfach, das sind Ängste, weil du einfach, du hast vielleicht Angst, nicht gut genug zu sein oder so. Du brauchst einfach eine innerliche Stabilität. Ja, du brauchst innerliche Stabilität und Selbstvertrauen. Du brauchst diesen vielleicht einen Moment noch, um dich ganz auf dich zu richten, was du wirklich nötig hast im Leben, was du wirklich brauchst, was du wirklich möchtest. Und du brauchst vielleicht jetzt einen Moment, bis du diese Neuausrichtung auch wirklich verankerst in dir drin und sagst, ja, das ist es jetzt, das ist der Weg. Das ist der Weg, das ist mein Ziel da hinten. Diese Person ist für mich bestimmt, diese Person ist das, was ich mir nicht wünsche und ich gehe diesen Weg. Ich gehe in meinen Weg, den du in dir fühlst, ja. Nicht, dass du jemandem einen Gefallen machst, sondern du gehst den Weg, der für dich sich richtig anfühlt. Du bist jetzt gerade dabei, das zu bearbeiten, zu verarbeiten, bis du den Weg gefunden hast, der dann der ist, der für dich richtig ist, bestimmt ist und auch den du sagst, das fühlt sich wirklich gut an. Und hier haben wir den König der Kelche. Ich denke auch, dass dann, wenn du mit diesem Prozedere hier abgeschlossen hast, dass du dann auch in diese Verantwortung kommst, in diese Verantwortung der Gefühle. Oder das könnte auch die Königin der Kelche sein, aber dass du
die Geschlechter sind ja neutral, aber dass du einfach zu deinen Gefühlen stehst, dass du mit deinen Gefühlen, dass du deine Gefühle einfach auch an den Tag legst. Ja, aber sehr wahrscheinlich bist du jetzt im Moment schon in den Gefühlen, aber diese zeigst du nicht, weil zum Beispiel König der Kelch ist so eine Energie von, ja, das ist eine Person, die die Gefühle jetzt nicht gerade zeigt, ja, hat aber Gefühle. Jetzt hätte ich noch gerne einen Ratschlag vom Universum für die Jungfrau, für diese Situation. Gerne einen Ratschlag. Okay, diese Karte wollte mal kommen. Schauen wir mal. Die Sechs der Schwerter. Sind ein bisschen viele, aber ich nehme sie trotzdem. Hier haben wir den Wagen. Es ist gut, dass du dich rausbewegst. Der Ratschlag ist, bewege dich raus aus deiner Komfortzone, weil du bist hier in einer geschützten Haltung, du schützt dich. Komm raus, ist der Ratschlag mit Sechs der Schwertern sowieso. Begebe dich in, tu, also komme in Bewegung, komm in Bewegung. Nicht in Stocken kommen, komm in Bewegung. Königin der Schwerter haben wir vorhin schon gehabt. Ist nicht gerade, also tu dich auch selbst reflektieren, wie dein Verhalten auch auf das Gegenüber wirken könnte. Königin der Kelche, zeige deine Gefühle. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du ehrliche Gefühle hast, echte Gefühle, dann zeige diese auch. Dann haben wir hier auch so viele Karten. Zehn der Schwerter. Auch hier wieder. Wir hatten ja vorhin diese 9 der Schwerter, hier haben wir die 10 der Schwerter. Mit dem zerdenkerischen Modus wirst du nichts eigentlich in Gange bringen. Also darum, hinterfrage, schaue gut auf deine Gefühle und handle nach deinen Gefühlen. Und hier haben wir den Ritter der Schwerter und die 5 der Schwerter. Auch eine Energie von zerdenke die Situation nicht, sagt das Universum, und handle nicht übereilig, dass du sagst, ja, ich, also handle nicht aus dieser Überzeugung heraus, mache überhaupt keine Handlung auf dieser Art von Ebene. Fünf der Schwerter und Ritter der Schwerter. Das ist ein Gedankenkarussell, zerdenken. Sondern wirklich, hier ist wirklich der Ratschlag, fühle, komm in das Gefühl, fühle für dich und suche den Weg, wirklich für dich den richtigen Weg. Finde den Weg deiner Gefühle, das, was du möchtest. Denn das ist schlussendlich das, was dich dann auf deinen Weg bringt, dann schlussendlich. Und kein Zerdenken und keine Logik und nichts wird dir hier helfen können. Sondern nur das Gefühl und auch intuitiv sein ist auch eine starke Anbindung an das höhere eigene Selbst, das Gericht. Und da kommen eigentlich die richtigen Eingebungen und auch Antworten. Ja, liebe Jungfrau, ich hoffe, ich konnte dich hier ein wenig inspirieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine sehr schöne Zeit. Ich wünsche, dass es dir gut geht und ich hoffe, irgendwie die Legung konnte dir ein bisschen Einblick verschaffen in die Situation, in der du vielleicht dich befindest, falls du hier resoniert hast. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Mach's gut. Tschüss.